Yo Leute, wie immer ein neues Call of Duty BO4 Update, heute hier mit Duplikat für rein Vorratslieferungen. Die könnt ihr freischalten auf normalen Wege. Ihr macht einfach Aufträge wie Geleitschutzherausforderungen, Blitzschlagtode oder macht andere tägliche Aufgaben. Dadurch erhält ihr natürlich normale Reservekoffer mit einem Gegenstand. Wenn ihr mehrere davon habt, die ihr auch in Blackout oder im Multiplayer freischalten könnt, erhält ihr dann, wenn ihr genug habt, die Möglichkeit, duplikatfreie Kisten zu kaufen. Die kosten dafür eher einen doppelten Preis. Ihr erhält drei Gegenstände in einer duplikatfreien Kiste für den Preis von 6 normale Koffer. Lohnt sich eigentlich, wenn ihr gerade bereits so viele Gegenstände habt, weil desto mehr Gegenstände ihr habt, desto öfter mal kommen Duplikate. Und desto sinnvoller wird die Kiste hier. Für Anfänger eher weniger gelohnt, weil, weniger gelohnt hier moin, mein Deutsch. Weil ihr bekommt auf jeden Fall seltener gute Gegenstände rein. Und ihr bekommt allgemein in normalen Reservekoffern relativ selten Duplikate. Aber desto mehr Gegenstände ihr habt, desto mehr lohnt es sich natürlich. Ich hoffe mal hier auf eine neue Waffe. Aber wie ihr ja mein Glück kennt, ich habe leider noch keine der DLC-Waffen frei, keine Friedensstifter, keine Lokus, keine Stachelrochen, die ich gerne hätte. Aber wenn ihr gerade davor beischaut auf meinem Kanal und noch neu seid, darüber habe ich bereits ein Video gemacht. Nochmal liebe Grüße an Philippe, an den Predator, die ja gerade dabei sind. Und natürlich auch hier an Katal und Kevin, dass ich hier bei euch immer spielen darf mit den neuen Waffen. Ja, anscheinend habe ich doch wieder kein Glück und bekomme gerade eine Menge Müll wieder rein. Naja, duplikatfreie Kisten hin und her. Wir haben eine Menge Müll hier drin im BO4. Da habe ich auch im letzten Video drüber gesprochen. Wir haben natürlich hier eine Menge Aufkleber, Tags, Bemalungen, Waffentarnungen, Todeseffekte, die ich gerade hier ohne Ende bekomme. Für jede Waffe einzeln. Lohnt sich hier weniger und leider keine neue Waffe. Ja, die neuen Waffen sind relativ selten geworden. Und ja, ich hoffe mal, durch die duplikatfreien Kisten werdet ihr vielleicht ein Glück habt, auch die neuen Waffen freischalten. Das lohnt sich wirklich, aber nur für Leute, die längere Zeit spielen, für Neulinge eher weniger. Wie findet ihr die neuen Kisten? Gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr gerne reinschreiben in die Kommentare. Ich kann euch gerne weiterhelfen. Wie gesagt, normale Koffer, worin ihr immer einen Gegenstand bekommt. Da habt ihr manchmal Pech und kriegt hier Duplikate. Dafür gibt es unten hier die Reserve-Garantie. Wenn ihr dreimal ein Duplikat habt, bekommt ihr dafür einen neuen Gegenstand. Oder ihr kauft euch einfach eine duplikatfreie Kiste dafür. Naja, Leute, Blackout grinden, Multiplayer grinden, tägliche Aufgaben erfüllen und eine Menge Kisten farmen. Momentan lohnt es sich mehr für die neuen Waffen, dass ihr duplikatfreie Kisten kauft, aber naja. Im Schwarzmarkt gibt es natürlich noch weitere Belohnungen, Angebote wie die Corded Mastercraft und vieles weitere mehr. Da sind manchmal auch Waffenkisten mit dabei. Lohnt sich schon, aber eher weniger. Nächste Woche bzw. morgen kommt ein neues Event rein, worin auch nochmal eine Mega-Bestechung kommt für Waffen. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung darüber rein in die Kommentare. Und natürlich weiterer BO4-Content findet ihr hier auf meinem Kanal. Gerne ein Abo und Like da lassen, wenn ihr noch neu seid. Und ja, das war's mit den Slides und haut rein.